Hi guys, you always wanted to know what conscious collection means? This one, and it ends up here. H&M, that's what your conscious collection means. Hi, ich bin Viola, ich bin Campaignerin bei Greenpeace für Kreislaufwirtschaft, Textilien und Plastik. Ich möchte euch jetzt mitnehmen auf eine Reise hinter den schönen Schein, den Glamour der Fast-Fashion-Industrie. Die dunkle Seite, die wir nicht sehen und über die wir nicht sprechen sollen. Was wir sehen, ein Altkleidercontainer hier und da. Was uns allerdings entgeht, die Berge voller Klamotten, die verstopften Flüsse Afrikas. Welche Auswirkungen haben unsere Secondhand- und Textilmüllexporte auf die Gewässer Ostafrikas? Mit Preo waren wir am Fluss Simbazi oder genauer gesagt sogar auf diesem Fluss, denn er ist mittlerweile so voller Plastikmüll, dass man schon auf ihm laufen kann. Und hier haben wir gezeigt bekommen, wie hier Müll gesammelt wird, allerdings eben nur die PET-Flaschen, denn das ist der einzige Müll, der am Ende zu Flakes recycelt werden kann, also zerschreddert wird, und das wird dann wieder von den internationalen Firmen angefragt. Zum Beispiel große Firmen wie Adidas, also auch Fast Fashion Riesen, fragen direkt bei den kleinen Sammlern von Preo an, weil sie eben genau diese Flakes brauchen. Für die bekommen dann auch die SammlerInnen Geld. Mit dem ganzen Rest, mit dem ganzen Restmüll von Textilien bis Plastikflaschen werden die Menschen hier komplett alleine gelassen. Day two, we are on another riverside, actually in Bingunguti. And what you see here, that's what we call plastic textile geology. And the people are even supposed by the government to bring the textile or to bring the rubbish here, because if there's a rain season, this river will be full of water and the stuff get brought away by the water to the ocean. And the problem is, as we have it always with plastic, it never breaks down. It just gets to smaller pieces like microplastic, and that lands up in the end in the water. People are even drinking it or eating it, and that's why we have to get rid of plastic textiles for good. Schon jetzt sind 35% des Neueintrages von Plastik in unsere Meere aus dem Waschen von Textilien. An der Namanga Border sind wir den Mitumba-Textilien von Tansania nach Kenia hinweg über die Grenze gefolgt bis nach Nairobi. In Nairobi vermischen sich dann unsere Secondhand-Textilien auf dem Kikumba Market. Das ist der größte Secondhand-Markt des Landes. Der Markt hat einfach unglaubliche Ausmaße und einen Guide würde man sich sofort verirren. Hier werden Tausende von Ballen Mitumba-Ware jeden Tag geöffnet. Secondhand-Ware aus Europa, aus Amerika, aber auch aus Asien. The quality of secondhand clothing has really degraded. You cannot compare the quality for the last 10 years to now. It has really changed. It's broken. It has stained. How do you expect this person to make his margin, his or her margin? You know, it's becoming very, very, very difficult. Größere Mengen an unbrauchbaren Textilien werden dann einfach in den Nairobi River geworfen. The Nairobi River is passing exactly at the center of Gikomba Market. Then thousands and thousands of textiles are thrown there. That's where the textile land up. I have never seen a place like this. You are literally walk on textiles. This is, even in the market you see layer of layer of layer of textiles. It is, I've never seen something like that. Im Slum von Kibera konnten wir uns jetzt auch ein Bild machen, was denn mit den ausgetragenen Secondhand-Textilien passiert, nachdem sie nicht mehr genutzt werden. In Ermangelung jeglicher Mülltrennungs- oder Sammelstrukturen landen auch sie hier häufig in Flüssen, in Abwassergräben und dann am Ende meistens an informellen Dumpsites, also Mülldeponien, direkt an den Häusern. Also here is a little river, and this little one you see behind me finds its way later on in the Nairobi River. Der Nairobi River fließt, schlängelt sich sozusagen durch den Kikumba Market. Wenn dann der nächste Regen kommt, wird mit dem Nairobi River dieser ganze Plastikmüll, diese Plastiktextilien weggeschwemmt und landen am Ende im Indischen Ozean.
Lokal engagierte Wastepicker haben sich jetzt zusammengefunden und für wirklich ein Clean-Up-Projekt und sogar Renaturierungsprojekte am Fluss. Und sie schaffen es sogar, informelle, lokale Mülldeponien komplett abzutragen. Limo is an abbreviation of La Kisama Environmental and Waste Management Organization. It's a community-based organization. We are trying to work on a program that will see this river clean again. We have some groups that we have already identified. They are working along this river and they are really doing a great work. They've been doing a river transformation, transforming the dam site into green spaces, planting, beautifying the area. Is it possible to get clean drinking water without buying it in a bottle? It will be only possible if you can start taking care of our rivers, because again they are immediate support when we have no water. This water is being pumped again to our taps. The precious thing God has given us, water, and again water is life. That's very important to me. I believe water should be, water is a necessity, and it's a human right. Yes. And do you think that the international brands like Coca-Cola, Nestle, but also H&M and C&A, do they have responsibility for this? They really have a big responsibility, because if you go to our river, you will find most of their waste in the river. So they should start asking question, why, how are those waste finding the waste to the river? Because again, why should Coca-Cola sell a bottle of plastic when we only need that, what is inside? Once they have started processing the materials, they should know where this material will find its way back to the company. Yes. And do we have something to advise for European people? How can they help, for example? Yeah, there is really need of help from the European countries, because again, you see this river connects all this water is the one that connects our continent, yes. The Africa, Europe. Yeah, so, and this is our environment. They are part of the environment and they are part of this river. Because if they can come help us from this, at this level, before the river reaches at the sea level, at our oceans, yes. Then we will be securing them. We will be securing each and everyone's right. Was ich hier gelernt habe, nicht die Menschen vor Ort sind schuld an diesem Chaos. Es sind die internationalen fast-moving consumer goods Firmen, wie die Fast-Fashion-Industrie. Sie fluten ganze Regionen dieser Welt mit ihren nicht verrottbaren, nicht mal recycelfähigen Produkten, wie Textilien, wie Verpackungen, die am Ende genau hier landen. Die Textilfirmen müssen verpflichtet werden, weniger und besser zu produzieren. Beim Design muss schon darauf geachtet werden, dass die Textilien langlebig sind, dass sie reparierbar sind, dass sie recycelfähig sind. Und am besten sind sie auch Cradle-to-Cradle-fähig. Das bedeutet, landen sie dann doch in der Umwelt, dann können sie verrotten und sorgen nicht für Mikroplastikkontaminationen oder solche Müllberge wie hier. Wenn ihr mehr über unsere Reise hinter den schönen Schein der Textilindustrie erfahren wollt, dann folgt uns doch auf unserem Konsumwende-Instagram-Kanal von Greenpeace auf Make Something. Da findet ihr dann auch die ganzen Geschichten und Fakten hinter den Stories, die wir hier nur ganz kurz anreißen können. Und auf YouTube geht es in der nächsten Folge hier dann um die Wastepickerinnen, Upcyclerinnen und Umweltaktivistinnen, die sich hier mit Mut, Entschlossenheit und unglaublicher Kreativität gegen die Müllflut der internationalen Fast-Fashion-Konzerne stemmen. Bleibt dabei!